Guten Tag, liebe Damen und Herren. Hallo, liebe Christina. Freut mich sehr, dich zu sehen. Die Gespräche mit dir sind immer sehr interessant. Die Interviews mit dir kommen immer sehr gut an. Es ist einfach mit Inhalt gefüllt. Man merkt, du kennst dich aus. Du hast da auch selbst Erfahrungen mitgemacht, hast dich rausgekämpft und klärst jetzt auch sehr wertvoll über das Thema Narzissmus auf, um andere Betroffenen da rauszuhelfen. Heute wird das Thema sein Narzissmus und Verzweiflung. Man selbst ist verzweifelt und wird immer verzweifelter, wenn man es mit einem Narzissten zu tun hat. Man weiß nicht weiter, man weiß nicht, was passiert, man weiß nicht, wie man sich selbst anfühlt, man ist einfach verzweifelt. Gleichzeitig sind Narzissten selbst verzweifelt, obwohl man das jetzt auf den ersten Blick gar nicht denken würde. Inwiefern sind Narzissten selbst verzweifelt? Wie kann das überhaupt sein? Wie geht man selbst mit dieser Emotion um? Das ist das Thema für heute. Darauf werden wir tiefgründig eingehen. Liebe Christina, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Magst du dich gerne kurz einmal vorstellen? Geht mir gut, danke der Nachfrage mal. Mein Name ist Christina, ich bin freischaffende Künstlerin, bin selbstständig in meiner Mal- und Zeichenschule, habe auch meinen eigenen Kanal, der heißt Christina Cartina, das ist mein Künstlername und da spreche ich auch viel über das Thema Narzissmus. Teile da einfach auch meine Erfahrungen und Beobachtungen und hoffe dadurch einfach auch sehr vielen etwas Licht ins Dunkle zu bringen bei diesem schwierigen Thema. Ja, das ist einfach auch sehr wichtig, denn wenn man mit einem Narzissten konfrontiert wird und man keine Anhaltspunkte hat, man ist verzweifelt, man weiß nicht, was passiert, man ist so unglaublich verwirrt, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und wenn man einmal draußen ist, dann denkt man sich oftmals, oh mein Gott, jetzt sehe ich das und wie konnte ich das nicht erkennen? Und da, liebe Damen und Herren, macht euch da nicht so viel Druck, wenn man da drin ist, man kann das nicht klar sehen. Klar, von außen im Nachhinein ist es einfach zu sagen, das war so offensichtlich, aber im Moment war es überhaupt nicht offensichtlich. Und einer der Gründe, warum man sich dann so viel Druck macht, im Bauchgefühl habe ich irgendwie gemerkt, dass was nicht stimmt. Aber hier ist der große Punkt, Narzissten sind höchst manipulative Menschen. Steigen wir direkt rein mit der ersten Frage, Christina. Man würde ja nicht denken jetzt erstmal, dass Narzissten selbst verzweifelt sind. Sie sorgen dafür, dass andere Menschen immer verzweifelter sind. Sie zerstören. Wie kann das jetzt sein, dass Narzissten selbst verzweifelt sind? Und wie sieht diese Verzweiflung aus? Also die Verzweiflung kommt besonders hoch, wenn ihnen droht, eine Energiequelle zu verlieren. Also wenn du jetzt so eine Energiequelle bist und du fängst an, darauf zu kommen, er wird das sofort anfangen zu spüren. Und das bringt Panik in ihm hervor. Dann fängt er auch an, alle Register zu ziehen. Also dann packt er auch wirklich alle Manipulationstechniken aus und versucht dich einfach zu halten. Und da wird es einfach besonders deutlich, dass sie einfach auch eine ganz tiefe Verzweiflung in sich tragen. Solange das Spiel läuft und das Opfer sich dessen nicht bewusst ist, ist ja für sie alles in Ordnung. Die Verzweiflung herrscht dadurch mehr bei dem Opfer. Aber sobald man sich dessen bewusst ist, ist man ja gar kein Opfer mehr. Das spürt der Narzisst und dann kippt das so und seine Verzweiflung zeigt sich. Ja, sehr gut. Ein Narzisst möchte, dass man ein Opfer ist. Und sobald man dabei ist, kein Opfer mehr zu sein, dann versuchen sie einen wieder da rein zu zwingen und benutzen ironischerweise selbst die Opferrolle, um das zu machen. Ich habe das Gefühl, Narzissten haben ein so unglaublich großes Verzweiflungspotenzial, was manchmal hervorkommt. Sie verdrängen das immer weiter. In bestimmten Momenten spürt man diese Verzweiflung so sehr. Man hat das Gefühl, ich fühle mich einfach nur schlecht für dich. Ich spüre diese psychische Zerrissenheit, diese absolut bodenlose, tiefgründige Verzweiflung, Trauer, Selbsthass, Selbstmitleid, Reue, Scham. Das kommt dann einfach raus und ich spüre das und da hat man Mitleid. Wie gehe ich dann damit um in dieser Situation, wenn dieses Verzweiflungspotenzial einmal hervorkommt, aber eben genau richtig, wie du gesagt hast, damit man halt ein Opfer, sein Opfer bleibt oder ihr Opfer. Da muss man erstmal die eigenen Emotionen sortieren und anfangen zu kontrollieren, weil das löst auch unglaublich viel in einem selber aus, vor allem wenn man vorbelastet ist. Ja, und dann empfindet man ja auch erstmal viel Mitleid für den Narzissten, weil er dann auch viel auf die Tränendrüse drückt. Ja, also er kann sich dann wirklich auch auf den Boden schmeißen, von wegen, verlass mich jetzt nicht. Das stimmt. Und das macht natürlich auch viel mit einem, ja. Also man möchte ja selber auch nicht, oder beziehungsweise es wird einem ja auch eingeredet, dass man jetzt herzlos ist.
Und wie kannst du mich denn jetzt im Stich lassen? Und guck doch mal, was ich für dich schon alles gemacht habe. Und das ist natürlich erstmal hart, da trotzdem bei sich zu bleiben, an sich zu denken. Das kann natürlich auch sehr, sehr gut sein, dass man dann trotzdem wieder zurückgeht, weil man da noch nicht so tief in dem Thema drin ist. Und manchmal muss man einfach mehrere Runden fahren, um zu merken, dass er sein Verhalten aber nicht ändert, weil er ist ja gefangen in seiner Störung. Er kann da nicht drüber hinauswachsen. Das ist ein sehr großer Punkt. Man kann rational ganz klar wissen, da Narzissmus, was ist Narzissmus? Diese Person ist ein Narzisst. Vor allem dann bei den eigenen Eltern, mein Vater, meine Mutter ist ein Narzisst. Man muss es auch erstmal emotional verstehen. Und dazu gehören schmerzvolle, wie soll ich sagen, dazu gehören schmerzvolle Erfahrungen. Man weiß irgendwie, er versteht es nicht, sie versteht es nicht. Es wird sich nichts ändern. Ich weiß es irgendwie, aber nur wenn man den absoluten Beweis bekommt, es wird nichts passieren. Alles ist immer deine Schuld. Und zusätzlich, ich sorge dafür, dass ich dein Leben zerstöre. Das ist bei schlimmem Narzissmus dabei. Das ist nicht zu vermindern, das ist nicht zu verharmlosen. Und das ist dann natürlich da auch deine Schuld. Das ist so ein Punkt. Man hört oft und das ist einfach immer dabei. Ich weiß theoretisch, was passiert, aber emotional, es ist einfach nicht angekommen. Da gibt es zwei Arten und Weisen, damit umzugehen. Verstehen, auseinandersetzen, was tatsächlich helfen kann, ist nochmal diese Runde zu drehen, nochmal probieren, zu schauen. Es wird mit Schmerz verbunden sein. Man wird enttäuscht sein. Man wird traurig sein, aber diese Erinnerung und diese Erfahrung wird helfen, sich dann auch emotional lösen zu können. Und man muss das auch trainieren, ne? Also, wie gesagt, wenn man da vorbelastet ist, dann sind es ja auch sehr, sehr starke Emotionen, die da in einem selber hochkommen. Und die kann man dann auch nicht von Anfang an gleich halten. Also, man kann damit nicht umgehen und man schießt dann quasi gegen den Narzissten. Und so wird es einfach immer wieder aufgeladen, aber das macht es dann halt auch unglaublich schwierig, da rauszukommen. Wie gehe ich Ja. damit um? Wie lerne ich jetzt einen Umgang mit meinen eigenen Emotionen? Also man muss es versuchen, einfach auszuhalten. Bewusstsein ist da einfach auch der Schlüssel, wenn man sich dessen bewusst ist, gerade auch, dass Narzissmus eine tiefgreifende Störung ist und dass der Narzisst sich auch nicht in 2, 3, 4, 5 Gesprächen ändern wird. Und dann lernt man einfach diese Energie, die da hochkommt. Letztendlich ist es ja Energie, dass man die einfach anders abbaut. Man muss das dann versuchen, anders zu regulieren, indem man zum Beispiel Sport macht oder rausgeht oder mit Menschen redet, die das verstehen Ja. und die, ja, die das einfach auch unterstützen. Ja, die das auch nicht runterspielen, die dann auch nicht sagen, ja, das hat er sicherlich nicht so gemeint. Ne? Also am besten mit Menschen reden, die das ernst nehmen. Ja, Oder so wie du vorhin auch gesagt hast, sonst zerstört das einfach das eigene Leben, weil irgendwann hast du auch gar keine Energie mehr. irgendwann wird auch der Punkt kommen, dass man hoffentlich nicht zulässt, dass das das Leben von einem zerstört. Dass man sagt, nein, es wird nicht passieren. Ich werde dagegen angehen. Ich werde ein glückliches Leben führen. Ich lasse nicht zu, dass eine Person durch diese höchst manipulative Art und Weise kombiniert mit einer Bösartigkeit, ob sie jetzt gewollt ist oder nicht, es ist egal im Endeffekt. Die bösartigen Handlungen sind einfach da. Die bösartigen, unterschwelligen Motive sind da. Ich lasse einfach nicht zu, dass jemand mein Leben zerstört. Ich trage die Verantwortung für mein Leben. Das ist so ein unglaublich wertvoller, großer Punkt. Und ja, das ist kein einfacher Punkt. Den möchte man auch, glaube ich, vielleicht nicht so hören. Ich weiß nicht. Man stößt einfach auf eine emotionale Reaktion, wenn man sagt, Eigenverantwortung übernehmen für die eigene Zukunft und für die eigene Gegenwart die Verantwortung zu übernehmen, das hat nichts mit Schuld zu tun. Das kann ich nicht oft genug und schwer genug betonen. Das hat nichts mit Schuld zu tun, sondern die Verantwortung übernehmen. Und nur dadurch wird dir dann überhaupt bewusst, du kannst dein Leben selbst formen. Du hast es in der Hand und das nimmt dir auch der Narzisst weg, dass du keinen Effekt haben kannst auf dein eigenes Leben oder überhaupt auf Tatsachen. Christina, du bist auch sehr erfolgreich in deiner Kunstschule. Wie hast du es geschafft, die volle Kontrolle über dein eigenes Leben zu gewinnen
und jetzt in einer sehr guten Position zu sein in deinem Leben. Ein großer Punkt war halt auch dabei, mich aus toxischen Umfeldern zu befreien, weil ich dadurch einfach immer sehr viel Energie regeneriert habe. Ja, das hat dann immer unglaublich viel Energie freigesetzt und die konnte ich dann in meinen Erfolg lenken. Und da muss ich dann halt immer wieder durchboxen. Da muss man dann auch Schritt für Schritt vorgehen. Am besten sich immer alles aufschreiben und auch immer wieder in sich reinspüren, was einem nicht gut tut, was einen runterzieht. Das ist auch ein Prozess. Umso mehr man einfach das hinter sich lässt, was einem Energie zieht, umso erfolgreicher wird man in dem, was man wirklich machen möchte. Wie hast du gefunden, was du machen möchtest? Denn das an sich ist ja eine große Herausforderung sogar, denn das nehme einem Narzissten auch weg. Man weiß gar nicht, was man möchte. Ja. Es wird einem einfach schlecht geredet. Das kannst du nicht, das ist lächerlich. Probier es einfach gar nicht. Das Risiko ist zu groß. Habe Angst, Furcht und Angst und ja, mach das nicht. Wie hast du herausgefunden, was du machen möchtest in deinem Leben? Also da muss man sich Zeit verschaffen. Man muss sich da einfach viel Zeit auch für sich nehmen, dann auch Abstand gewinnen von solchen Menschen, die versuchen, einem einzureden, beziehungsweise es ist ja auch ihre Überlebensstrategie einzuhalten, damit sie einen aussaugen können, weil sie diese Energie nicht aus sich heraus beziehen können. Und ja, da ist Raum einfach der Schlüssel, weil da kommt man dann auf andere Gedanken. Weil man bringt sich raus aus diesem Überlebensmodus, weil mit ihnen ist man ja auch in einem Überlebensmodus. Man muss ja ständig aufpassen, dass man ihnen irgendwie nicht zu nahe kommt oder dass sie einem irgendwie nicht wehtun und oder man ist ständig verstrickt in irgendwelche Diskussionen. Du bist einfach in einer sehr niedrigen Schwingung. Ja, du kommst auf solche Gedanken einfach gar nicht. Ja, da ist gar kein Raum, mal halt drüber nachzudenken, was will man denn wirklich machen im Leben? Also am besten auch auf Reisen gehen. Wenn man auch familiär toxischen Verhältnissen aufgewachsen ist, so Das. dass die einen nicht erreichen können. Ja, das ist so, dass man auch wirklich seine Ruhe hat. Ja, also Ja. gerade auch an die jüngeren Leute, wenn ihr fertig seid mit der Schule, dann geht am besten nicht gleich wieder ins nächste rein, wo ihr eingespannt seid, wo ihr viel funktionieren müsst, sondern nehmt euch die Auszeit, damit ihr euch überlegen könnt, was ihr machen wollt, weil dann habt ihr ja auch eine Basis. Dann habt ihr auch etwas, was bombensicher ist. Ja, dann gibt es dann keinen Zweifel, mache ich das in ein, zwei Jahren oder noch. Nee, weil dann ist das was Höheres. Es ist eine Art Mission, es ist eine Vision, die man hat. Und die kann dir keiner dann einfach so nehmen. Ja, und die ist dann auch nicht abhängig von irgendeinem Unternehmen. Und man ist dann selber auch so bestrebt und so motiviert, dass das wächst und gedeiht, dass man da auch dann selber sehr selbstsicher ist in dem, was man tut. Ja, das macht man dann für sich. Ja. Ja, und automatisch auch für andere, ne? Weil das strahlt man aus. Man inspiriert andere dann auch, das zu tun, was für ein bestimmtes, sage ich mal, ja, oder was aus einem herauskommt. Ja, also da die Vision oder die Mission oder das, was man wirklich machen möchte, die steckt ja in einem. Und da, deswegen sage ich, es ist so wichtig, dass man sich da auch die Zeit nimmt. Weil das kann man nur in sich finden. Das kann dir keiner von außen sagen, mach das und das und das. Und das ist ja leider bei den meisten Menschen, die machen einfach nur das, was die Eltern gesagt haben oder was sich gut anhört oder wo man einigermaßen Geld verdient. Ja, super, aber das sind ja sehr oberflächliche Motive dann und die haben auch keinen richtigen Halt. Da fehlen so die Wurzeln. Und vor allem, wenn man wirklich seine Mission nachgeht, dann ist man am Anfang zwar finanziell erstmal nicht so sicher und nicht so gut aufgestellt, aber langfristig wird man damit immer mehr Geld verdienen. Ja, und es formt einen, diese Herausforderungen formen dich, weil du hast dann Hürden, die du zu bewältigen hast, die dich unglaublich stärken. Ja. Ja, und bei der nächsten Hürde spürst du dann richtig, ja, ich habe die Kraft, weil ich habe das und das und das geschafft und das nächste werde ich auch schaffen. Und man lernt unglaublich viel dabei. Ja, so findet man auch seine Identität, so findet man zu sich genauso. Narzissten rauben einem die eigene Identität und indem man sich auch Herausforderungen begibt und sich in eine Position, in Situation begibt, wo auch Risiko mit enthalten ist in diesen Situationen und man Herausforderungen meistern muss, dann lernt man sich selbst auch kennen und dann kann man das für sich selbst tragen. Ja, das habe ich geschafft, das wollte ich machen, weil es mein Genau. Wunsch war. Sehr wichtig bei Narzissmus, man bekommt nicht das Gefühl, ich mache das, weil ich es möchte, sondern sogar, ich habe das Gefühl,
Ich mache es, weil ich es möchte, weil ich es zu wollen habe. Ich hoffe, das war grammatikalisch richtig. Der Narzisst gibt mir den Gedanken, ich möchte das jetzt, obwohl tiefgreifend möchte man das nicht. Und da verwechselt man oft mal das Bewusstsein mit dem Unbewusstsein, mit dem Bauchgefühl. Oberflächlich mit einer Pseudologik argumentiert ein Narzisst, ja, mach das und du willst es ja selbst eigentlich auch. Dann denkt man sich, es macht ja irgendwie Sinn. Ein ganz großes Aber hier bei der Logik und Pseudologik von Narzissten, sie gehen von ihrem Standpunkt aus. Es gibt in diesem Strang der Logik immer subjektive, wie heißt es, wenn eine Straße in zwei Richtungen geht oder Kreuzungen, wo die einzige richtige Antwort ist, subjektiv, was findet man besser? Narzissten werden sagen, ich persönlich denke, das ist besser, also ist das jetzt besser. Und du übernimmst das so. Und sie argumentiert dann auch so, dass du denkst, ja, okay, vielleicht sollte ich wirklich. Und da ist genau das, was du angesprochen hast, diese Distanz, so unglaublich wertvoll. Ja, und bei Narzissten ist einfach auch der große Unterschied, dass ja viele Handlungen angstbasiert sind bei Ja. ihnen. Sie sind ja auch sehr sicherheitsstrebend und auch bedürfnisstrebend. Ne? Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Qualität, wie wenn man aus sich heraus handelt und wirklich weiß, was man will. Ja, dann ist man auch risikobereiter. Und wird einfach auch mit der Zeit immer mutiger und es stärkt einfach auch den Selbstwert, weil man wirklich was aus eigener Kraft geschafft hat. Man geht ja dann auch einen ganz individuellen Weg. Da kann einem eigentlich keiner helfen. Das geht nicht, weil man geht so einen besonderen Weg. Klar kann dir einer mal einen Tipp geben oder so, aber letztendlich musst du den Weg alleine gehen. Und das macht dich ja auch erwachsen. Und deswegen sind Narzissten auch nicht wirklich erwachsen, weil sie diese Vorgaben im Außen brauchen. Aber das ist halt auch ihre Störung, die sie auch so einschränkt. Diese Störung macht sie sehr, sehr ängstlich. Und deswegen auch diese Verzweiflung, die dann hochkommt, wenn da so eine Sicherheitsquelle droht, wegzubrechen. Das stimmt. Eine Schildkröte kann nur voran, wenn sie die Arme rausstreckt und den Kopf rausstreckt. Und genau dann ist sie aber verletzbar und vulnerabel. Dann kann man sich, wenn es nach vorne läuft, die Hand schneiden an irgendwas, einem starken Stock oder so. Das Ja. heißt, man kann nur vorankommen im Leben, wenn auch ein gewisses Risiko da ist. Und Narzissten versuchen so Ja. krampfhaft jedem Risiko irgendwie aus dem Weg zu gehen. Und Ja. genau deswegen bleiben sie in ihrer gestörten Welt gefangen und finden niemals zu sich. Denn nur so kann man zu sich selbst finden, wenn man Ja. seinen eigenen Weg geht. Und Genau. absolut richtig, das machen Narzissten einfach nicht. Und sie versuchen halt auch permanent ihr verletztes inneres Kind zu schützen. Sie sind ja auch sehr, sehr leicht kränkbar. Und wenn man so einen Weg gehen möchte, ja, da wird Gegenwind kommen. Auf jeden Fall, das wird nicht jeder toll finden. Das muss man zulassen können, ja. Da muss man stehen bleiben können und sich vielleicht auch mal eingestehen, okay, das habe ich jetzt nicht so gut gemacht. Und Narzissten, die, ja, versuchen sich da lieber zu schützen und lenken da lieber die Energie in ihre Maske, in ihre Schutzmauern und versuchen das eher nicht an sich ranzulassen, weil es einfach zu sehr weh tut, weil sie sich ja auch nicht mit ihren Wunden wirklich auseinandersetzen. Da sieht man den Neid dann, wenn man dabei ist, ein Selbstbewusstsein aufzubauen. Da werden Narzissten neidisch. Sie sind neidisch, dass man sich selbst kennt und selbstbewusster wird. Und das wollen sie kaputt machen. Sie wollen einen brechen. Ja, auf der einen Seite finden sie es faszinierend, sie bewundern das. Aber es triggert sie auch, ja, weil ihre Störung sie einfach behindert. Ich weiß genau, Ja. was du meinst. Da würde ich sagen, dass die emotionale Distanz der ausschlaggebende Faktor ist. Narzissten fühlen sich, wenn sie jemanden überhaupt nicht kennen, fühlen sie sich durchaus extrem angezogen zu so etwas und finden das sehr faszinierend. Wenn je näher man einen Narzissten kennenlernt, umso mehr kommt dann dieser Neid hoch. Du darfst das nicht haben. Je mehr kommt dieser Vergleich auch hoch. Je näher man sich kennenlernt, umso mehr will der Narzisst dich brechen. Und Ja. deswegen funktioniert aber auch, können oberflächliche Beziehungen zu Narzissten funktionieren. Wenn es Ja. emotional sehr distanziert ist, da kann tatsächlich dann eine Art Bewunderung hervorkommen. Sie werden versuchen, durch ihre unglaublich charmante Art einen reinzuholen, dass man sich näher kennenlernt. Aber wenn man da ganz klar und freundlich und professionell sagt, nein, ich kann nicht, keine Zeit und so weiter,
Da kann es tatsächlich gut funktionieren, kommt natürlich darauf an, möchte man das mitmachen, ja oder nein, wie sehr wurde man selbst verletzt, aber es ist da tatsächlich möglich. Kommen wir zu dem Punkt der eigenen Verzweiflung. Wie kommt das zustande, dass man im Umgang mit Narzissten selbst so unglaublich verzweifelt ist und es immer schlimmer wird mit der Zeit? Zum einen wegen den Schuldgefühlen, weil seine Manipulationstechnik sind ja auch die Verdrehungen oder die Projektion, dass du an allem schuld bist. Und dann machst du dir natürlich erstmal ganz, ganz viele Gedanken, was mit dir nicht stimmt. Wenn du irgendwann drauf kommst, dass das jetzt nicht primär von dir ausgeht, und du das versuchst, dann kommt auch erstmal so eine gewisse Erleichterung. Das liegt jetzt nicht an einem selber, das baut sich ab, aber dann kommt schon wieder die nächste Verzweiflung, dass man nicht dagegen ankommt. Ja, dass man durch Kommunikation nicht weiterkommt. Und das geht irgendwann über in Frustration. Und dann kann die Verzweiflung auch noch auftreten, wenn man in so einer kognitiven Dissonanz ist. Der Narzisst, der kann dir ja doch schon auch auf der Verstandesebene erklären, warum alles so ist, wie es ist. Aber du selber spürst ja trotzdem, dass irgendwas nicht stimmt. Also er sagt dir das eine, aber vermittelt dir ja was anderes. Ja. Ja, also man kommuniziert ja auch auf der Gefühlsebene. Das verwirrt einen natürlich auch. Also muss man das auch für sich klären und für sich sortieren, ja. So ein verschwendetes Potenzial eigentlich, was Narzissten haben. Sie sind so clever, auf eine böse Art und Weise. Wenn sie das irgendwie gut umsetzen könnten, dann könnten sie sicherlich viel erreichen. Also ich bin davon überzeugt, dass Menschen mit den narzisstischen Persönlichkeitsstörungen vielleicht nicht immer, aber durchaus oft das Potenzial gehabt hätten, super Leben zu führen, wo sie viel erreicht hätten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch viele Gelegenheiten bekommen, wo sie sich auch entscheiden könnten, nach vorne zu gehen. Ja, aber da sieht man einfach, dass sie nicht fähig sind. Da ist eine Blockade. Deswegen bleiben sie einfach auf diesem Level oder in diesen niedrigen Schwingungen oder halt in ihrem Überlebensmodus stecken. Das ist ja wirklich auch dieser Punkt, wo ich auch viel Mitgefühl mit ihnen habe. Ja, dass sie da nicht ausbrechen können. Also mir ist zumindest noch nie ein Narzisst oder eine Narzisstin begegnet, die da ausbrechen konnte. Natürlich entwickeln sie sich auch ein Stück weit, aber eher oberflächlich. Eher oberflächlich. Nicht in der Tiefe. Nicht so, wie sich eigentlich gesunde Menschen entwickeln müssten. Also sie sind auch entwicklungsgestört. Ja, absolut. Sie sind emotional wie ein kleines Kind. Das finde ich sehr interessant gerade, denn es gibt tatsächlich so etwas wie, nennen wir es mal, bewusste Narzissten. Narzissten, die ganz klar wissen, dass sie Narzissten sind. Sie sind dann wahrscheinlich nicht in der Persönlichkeitsstörung komplett drin. Das ist, denke ich mir, unmöglich. Aber durchaus starken Krankhaften. Und wissen es ganz klar, spüren es auch, können es aber nicht ändern. Und da sieht man, Nee. wie soll ich sagen, wie stark dieses narzisstische Programm ist. Man weiß ganz Ja. genau, da ist etwas, aber in bestimmten Momenten wird es einfach getriggert und es kommt hervor und dann schämt man sich und dann kann man das auch nicht wirklich ansprechen, nur irgendwie anschneiden. Das ist faszinierend, es ist traurig. Ja, da können ja auch die Gene mit reinspielen, Ja. Hirnschäden. Na, also, wenn da keine Empathie ist, also zum Beispiel, es gibt auch Menschen, die werden ohne Empathie geboren. Da spricht man von essentiellen Psychopathen. Wenn was nicht da ist, dann ist es nicht da. Das ist wie wenn ein Mensch keinen Arm hat. Der wird Stimmt. nie einen Menschen richtig umarmen können, weil er hat einfach keinen Arm. Und das muss man einfach akzeptieren. Ja, das Dass ist. diese Menschen einfach eingeschränkt sind und wenn man aber gesünder ist, dass man mit ihnen eingeschränkt wird, wenn man im näheren Kontakt steht. Und da muss man sich dann halt auch entscheiden, möchte man in diesem niedrigen Level bleiben und mit ihnen sogar untergehen oder möchte man leben und sich entwickeln? Das ist ein so unglaublich wichtiger Punkt. Wenn man mittendrin ist, kann ich absolut verstehen, und das ist normal auch, dass man Narzissten verteufelt, Hass, Wut. Wie kann man eigentlich nur sein? Langfristig, wenn man da wirklich raus möchte und ein gutes Leben führen möchte, um überhaupt zu sich
die Fähigkeit zu haben, auf sich selbst zu schauen, was sind meine Ziele, wer bin ich, gehört dazu, Verständnis zu haben, beziehungsweise zu verstehen, was ist Narzissmus. Sie suchen es sich nicht aus. Ja, reingezoomt, es gibt Momente, wo sie entscheiden könnten, aber im Großen und Ganzen, sie suchen es nicht aus, Narzissten zu sein, und wenn sie es könnten, würden sie es abstellen. Ganz klar. Hat man jedes moralische Recht zu sagen, es war absolut seine Schuld, ich kann nichts dafür? Bestimmt, kann man auf jeden Fall dafür argumentieren. Wenn es immer wieder passiert, hast du das Recht dazu zu sagen, Narzissten sind böse und schlimm. Wie kann man eigentlich nur so sein? Ja, wirst du ein miserables Leben führen? Auch ja, das gehört dazu, diese Eigenverantwortung zu übernehmen, nicht um Schuld irgendwie wegzunehmen vom Narzissten, sondern damit man selbst ein glückliches Leben führen kann. Wir wollen doch alle glückliche Leben führen. Und das gehört einfach dazu. Und das ist ja ein schwieriger Punkt, denn ich glaube, wenn man das von außen hört, wird man vielleicht automatisch denken, nein, nein, will ich nicht, mache ich nicht. Oder auch beim Punkt, ich verzeihe der Person das nicht in Handlungen, sondern einfach, dass sie so ist, wie sie ist. Christina, warum glaubst du, dass das so ein emotional schwieriges Thema ist? einem Narzissten zu verzeihen oder ihm gegenüber Mitgefühl zu empfinden? Diese Kombination aus Eigenverantwortung für die eigene Zukunft, auch für die eigene Gegenwart, auch wenn sich das jetzt hart anhört, zusammen mit ich verzeihe dem Narzissten. Und da es kommt drauf an, wenn es die eigenen Eltern sind, sehr wichtig zu sagen, ich verzeihe ihr oder ihm, dass sie so ist, dass die Person so ist, wie sie ist. Bei Beziehungen eher weniger wichtig. Und auch, das heißt, diese Eigenverantwortung übernehmen und dieses ist Verständnis, ist das das richtige Wort, dieses Verstehen, wie Narzissten sind. Und dass dieses Thema so ein bisschen, wie soll ich sagen? Ich sage einfach kurz gefasst, ja, also einfach diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Wie man das schafft, Eigenverantwortung zu übernehmen? Warum ist das so ein emotional angespanntes Thema? Es ist halt auch sehr, sehr schwierig, sich emotional von narzisstischen Menschen zu trennen. Oh ja. Und das hält einen ja auch so lange, ja, diese starken Emotionen. Und da muss man sich einfach durchboxen. Da ist einfach Bewusstsein der Schlüssel. Ja, man muss sich einfach bewusst werden, warum auch bestimmte Emotionen in einem selber hochkommen. Deswegen darf man da auch nicht so streng mit sich sein, weil so ein Außenstehender, so wie du vorhin auch gesagt hast, der würde ganz locker sagen, trenn dich doch von dem oder von der, lass dich doch nicht so behandeln. Aber wenn man drin steckt, da geht es meistens dann auch um Themen aus der Kindheit. Ja, das begegnet einem nicht umsonst. Da hat man eine Lektion zu lernen. Diese Verstrickung ist kein Zufall. Und da drin liegt auch viel Entwicklungspotenzial. Und am Ende steht dann die Eigenverantwortung, also im Idealfall, wo man dann auch sagen kann, so, und jetzt entscheide ich aus mir heraus und für mein Leben. Das ist halt bei Narzissmus auch so schwierig, weil einen ja auch so viel hält und einen auch sehr, sehr viel verbindet. Weil wenn man an narzisstische Menschen kommt, dann hat man in der Regel dieselben Wunden. Das stimmt. Ja, deswegen auch diese große Resonanz. Der Narzisst hat aber eine narzisstische Angstvermeidungsstrategie und der andere Part hat meistens die empathische Angstvermeidungsstrategie. Meistens ist es eher Mitleid. Nun, wenn man mitleidet, das ist kontraproduktiv. Wenn du andere Menschen bemitleidest, dann hast du auch nicht wirklich Respekt vor ihnen. Respekt hast du vor einem Menschen, wenn du sagen kannst, du schaffst das, du brauchst mich nicht. Und bei Narzissten ist es ja auch oft so, man versucht ihnen alles abzunehmen und man macht sich so viele Sorgen um ihn und wird er oder sie, oh Gott, schafft er das überhaupt? Aber das ist halt eben diese Projektion, ja, man projiziert die eigenen Themen aus der Kindheit auf ihn. Also Ich es ist kann, einfach auch ein Bindungstrauma, es hat viel auch mit Bindungstrauma zu ja. tun. Ich kann Mitleid überhaupt nicht leiden. Ich war weil das bekommt man ja auch vom Narzissten extrem ab, dieses Herabwertende, ach du armes kleines Ding. Du kannst nichts und du bist nichts wert. Ja, das ist Ach, aber so was nein. Verhöhnendes, Ja. ja. Und das, da war ich sehr. Ja, das kann Warum eigentlich triggern. nicht mehr? Das triggert. Aber ich bekomme das auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so. Ich weiß nicht, warum.
Ich weiß nur, ich habe irgendwie im Sinn, dass eine Zeit lang war, wo ich sehr auf Mitleid allergisch reagiert habe. Aber ja, es ist tatsächlich, es ist wirklich ein Prozess. Also man wird unterschiedliche Emotionen durchgehen. Man wird aus diesem Muster rausbrechen, in dem man immer gehalten wurde. Und dazu gehört auch Trial und Error. Man begibt sich in Neuland, wenn man auf einmal sich selbst ist, wenn man auf sich selbst schaut. Und da wird es auch Ja. Situationen geben, wo man rückblickt und sagt, okay, da war ich jetzt vielleicht ein bisschen zu übertrieben so oder ein bisschen zu übertrieben so. Aber du arbeitest an dir selbst und versuchst, eine gute Person zu sein, damit die Menschen in deinem nahen Umfeld langfristig, dass du die bestärken kannst und Narzissten entstärken, falls das ein Wort ist, die Menschen im nahen Umfeld. Und diese Kommunikation ist einfach gestört. Also das ist einfach verzweifelnd und frustrierend. Man merkt, er weiß oder sie weiß ganz genau, was man sagen möchte. Und sie schaffen es dann, dass man das irgendwie anschneidet, aber man schafft es nie, das eigentlich anzusprechen und man erreicht nie eigentlich die Lösung. Und dann auf einmal, wie sprichst du mit mir? Und auf einmal, ja, aber weißt du noch da und sowieso, aber das ist eigentlich deine Schuld. Oder sie ignorieren einfach weg, was man gesagt hat. Das ist eine ganz klassische Taktik, wenn man ganz klar etwas anspricht und sie haben so gesehen gerade kein Argument dagegen, ihnen fällt keine Manipulationstechnik ein, sie werden es einfach ignorieren. Hat man nie gesagt, wurde nie gesagt, existiert einfach nicht. Und da sieht man auch, wie gestört das ist. Es wird einfach wegignoriert. Man hat es einfach nie gesagt, es ist nie passiert. Sie schnitt mit den Fingern Thanos, sie schnitt mit den Fingern und tada, ist es weg. Christina, was würdest du den Menschen noch gerne mitgeben, die dabei sind, sich selbst zu finden, die dabei sind, sich selbst zu finden, die in diesem Kampf schon fast sind? Es ist ein Kampf, sich selbst zu finden, immer weiterzumachen und sich durchzuboxen. Man fühlt sich alleine, man fühlt sich verloren, weil man hat mit dem Narzissten wurde einem eine falsche Identität, einem rein erzwungen übergestülpt. Und die eigene wurde einem geklaut und jetzt auf einmal steht man da, man hat weder seine eigene noch diese falsche Identität. Man bekommt das Gefühl, und das ist ein Trugschluss, wenn ich mich beim Narzissten wieder melde, ja, dann ist es wieder super. Endorphine werden ausgeschüttet, Traumbonding, das spielt da mit rein. Und ich habe das Gefühl, wieder jemand zu sein. Aber das ist eben diese falsche Identität. Was möchtest du diesen Menschen gerne mitgeben, die in diesem Kampf sind? Also auf jeden Fall Anker schaffen, sich Energie verschaffen und Bewusstsein. Also Bewusstsein ist einfach der Schlüssel. Wenn man sich dessen bewusst ist, was da mit einem passiert und wenn man erstmal die Kraft in sich entdeckt und auch spürt, dass man, wenn man sich von me solchen Menschen distanziert, zu was man eigentlich in der Lage ist, dann ist das einfach ein unglaublicher Motor. Und man möchte dann auch. Oder dann überwiegt das einfach. Dann überwiegt, sag ich mal, die Sucht, weil der Kontakt zu narzisstischen Menschen ist auch wie so eine Art Sucht, aber eine, die einem einfach nicht gut tut. Ja, also Süchte sind langfristig einfach nicht gut für einen. Und wenn man da einfach zu mehr Energie kommt, dann kann man sich da auch rausziehen Absolut. und weiterhin seinen Weg gehen und auch erfolgreich werden. Ja, absolut. Christina, sehr gute, bestärkende letzte Worte. Vielen lieben Dank fürs Dasein. Es war höchst interessant, sehr bestärkend an alle Zuschauer. Vielen lieben Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Bleibt stark und bis zum nächsten Mal.